Fangen wir nochmal an. Also wenn du dieser Baum dann bist, dann ist am Anfang wirklich das Tier erst so und dann so. Was ist hier los? Und dann so. Und dann. So geht's wirklich. Also es ist ganz spannend, das zu beobachten, wenn du wirklich einfach dieser Raum bist für so ein Tier. Und wenn du es wirklich einfach bist, egal was das Tier tut, egal ob das Tier irgendwie rumflippt und spinnt, weil wenn du nämlich auf einmal so ein Raum bist, ist das für das Tier sehr ungewöhnlich. Susi, die Kamera weiß nicht, wie man zu dem Raum wird. Kannst du es gerade noch mal ganz kurz wiederholen? Ja. Also einfach dich ausdehnen, erstmal in alle Richtungen und wirklich auch in die Erde runter. Nicht einfach hier so vorne, hinten, sondern auch oben, unten, wirklich wie ein Ball dich ausdehnen in alle Richtungen und dann dich auf drei Dinge gleichzeitig auf deinen Körper konzentrieren, ohne dich zu konzentrieren, aber wirklich gleichzeitig wahrnehmen. Zum Beispiel die Füße auf dem Boden wahrnehmen, dir vielleicht die Hand irgendwo auf den Körper legen und das dann auch wahrnehmen, wo liegt jetzt meine Hand, was spüre ich jetzt hier. Und dann auch eine ganz einfache Sache, die Augen irgendwo einfach ruhen lassen und auf einen Punkt schauen, ohne zu starren. Aber das dann alles gleichzeitig zu tun. Jetzt nicht einfach nur gucken, sondern auch gleichzeitig dich ausdehnen, gleichzeitig die Füße spüren, gleichzeitig deine Hand spüren. Und damit bist du wirklich einfach präsent und hast dich dann aber auch erweitert. Also du bist dann nicht konzentriert und irgendwie zusammengepresst, sondern du bist wirklich dann mehr Raum. Und das Interessante ist, wenn du plötzlich so auftrittst als Mensch einem Tier gegenüber, manche Tiere flippen da fast aus, weil die dich so nicht kennen. Weil die sind uns so gewöhnt, dass wir so, dass unser Kopf dauernd irgendwelche Gedanken hat und dass wir dauernd irgendwie aktiv sind und dass wir auch sehr intensiv sind. Also wir sind sehr als Tiere sozusagen. Und für viele Tiere ist das dann normal. Und wenn wir plötzlich so Raum sind, da wissen die gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Also ich habe schon Tiere gesehen, Pferde, die plötzlich fast ausrasten und ich habe schon ein Pferd gehalten an der Leine, was dann um mich herum gerannt ist. Also wie blöd. Und ich stand aber nur so da und habe halt immer die Leine über meinen Kopf gehoben, sodass es mich halt nicht einwickelt. Aber das Pferd ist halt um mich herum gerannt und ich immer so. Ne? Und stand aber nur da und wirklich 3-4 Minuten später plötzlich das Pferd so, oh,